Ja, aber wenn es dann festgestellt ist, das rechtswidrige Verfahren, also seitens der Regierung, des BND, und Sie also als erstes willig, dass alle meine Daten gelöscht werden, alle meine Daten und die derer, mit denen ich kommuniziert habe. Und dann will ich, dass man sich zusammentut und sich rausklagt. Genau das sagt mein Mann auch immer, muss man sich zusammentun. Ja, es ist nämlich eigentlich so, dass diejenigen, die da fälschlicherweise drinstecken, vom Recht her informiert werden müssten. Also, falls die Leute überhaupt mitkriegen, dass sie dort fälschlicherweise erfasst wurden, müssen sie benachrichtigt werden und belehrt, dass ihr oder ihm der Rechtsweg, also dieser Rechtsweg hier offen steht. Ja, bloß passiert das normalerweise nie. Also das rechtswidrige Erfassen, das passiert natürlich dauernd, aber nie das Bemerken und schon gar nicht das Benachrichtigen. Obwohl, sagt sie, das der Normfall wäre. Was aber tatsächlich passiert ist, dass es dort niemand bemerkt, dass dort niemand benachrichtigt wird, dass es dort niemanden interessiert, nicht mal die Betroffenen selbst. Vorletztes Jahr, meint sie, waren 25.000 Leute betroffen, von denen man jetzt weiß, es wurden gerade 4 benachrichtigt. Ja, und warum gerade diese 4? Die wussten es eh vorher, sagt sie. Und dann wurde es halt offiziell gemacht.